Wir wissen, dass Kinder mit zwei bemerkenswerten Attributen auf die Welt kommen. Das erste ist, dass sie keine Angst haben. Kinder werden ohne Ängste geboren. Sie fürchten nichts, außer zu fallen und lauten Geräuschen. Und das drückt sich in ihren Einstellungen aus: Ich kann. Kinder kommen in die Welt und denken, sie könnten alles tun. Und jeder, der ein Kind bis zum Alter von 3, 4 oder 5 Jahren großgezogen hat, weiß, dass er diese ersten Jahre damit verbringen muss. Zu verhindern, dass sie sich umbringen, weil sie wie japanische Piloten, weil sie vor nichts Angst haben. Ihr zweites Attribut ist, dass sie völlig spontan auf die Welt kommen. Sie sagen, was sie wollen, sie tun, was sie wollen, sie sind völlig ungehemmt.